Gandalf in Pink. Hau ich in Pink. Schlüpferrosa, du. Schlüpferrosa. So, ich frage, ich habe das ganze Zeit mein Headset dran gehabt, habe ich sehr gut gemacht. Hallo an die Welt da draußen, Servus. So, ich hab ein Echo, ich weiß noch nicht genau, von woher das kommt. Lass kurz in den Chat gucken. ABC, Stefan, bei dir zu laut. Dann hast du das Echo nämlich mit Sicherheit auch bei dir im Stream. So, ja, ihr habt richtig gehört, Stefan streamt auch, sehr schön. Da könnt ihr mal reingucken. Jetzt fangen wir erstmal an mit einem kleinen Proberennen. Taubendüse, bist du bereit? Ja, ja. Wie sicher bist du dir da? Hm. Okay, versuchen wir es gut. 100% sicher, ich wurde bereit geboren, Junge. Ja. Da das wird die Frage auch bereit, wozu? Okay, gut. Wie hast du jetzt gefragt? Den 2013 fahre ich hier bei der Probe und dann zum Rennen fahre ich den 2005. Ich will nur einmal die letzte Version fahren hier. So. Habe jetzt C. Stefan, hörst du mich noch? Ja, ja. Ah. Sehr schön, dann hör dich auch. Fantastisch. Hörst du auf, meinen Lack zu zerkratzen hier? Läuft. Jetzt zahlst du aber, Dori. Beigetreten. Ja, das wird spannend. Also, erstmal anschauen. Ich habe so eine kleine Rivalität, nennen wir es mal, mit einem Commander, der ist ein unglaublich schneller Fahrer. Und der macht mir immer ordentlich Dampf. Und nur wegen ihm muss ich immer wirklich meine besten Autos nehmen und meine besten Tunings, wirklich alles geben, mich abschwitzen. Aber heute ist der nicht da. Das heißt, ich werde mich ganz gemütlich zurücklehnen, einen etwas schwächeren Wagen fahren und mal einfach nur auf Platz 4, 5 rumeiern und mir schön angucken, wie die da vorne sich prügeln. Das wird richtig schön jetzt. Das werde ich total genießen, ohne Scheiß. Jetzt und im Endeffekt hat er wieder einen ersten oder zweiten Platz. Ja, ja. Das wird ganz entspannt heute. Super. Niemals, gleich wieder zu Ende. Gleich wieder zu Ende. Da hast du dir doch eben eine Strecke ausgedacht, wo du da lang gefahren bist. Ach nee, das macht nichts. Gandalf, das Pink ist zwar beängstigend, aber irgendwie cool. Passt zu meinem Paulchen. Absolut, das ist auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal. Ah, dieser faschistische Baum hier, ne? Aus der Cockpit-Perspektive bin ich nicht ganz so schnell, das. Sieht einfach cool aus, wenn man so direkt hinter dir fährt, jetzt hier aus der Cockpit-Perspektive, da kann man auch dein Nummernschild, wenn man es so nennen möchte, auch fast schon lesen. Was? Du fliegst mehr Flieger als auf den Raum, kick das aus. Boah, gut, das kann ich so nicht. Jetzt hab ich Fehler. Ich muss jetzt hoffen. Aber stimmt, Cockpit macht echt Spaß. Das macht richtig Laune, gerade in den kleinen Klassen, wo du nicht ganz so oft Zeit sein musst. Wo es auch nicht ganz so sehr vibriert. Aber jetzt in der 180-Grad-Kurve habe ich den Scheitpunkt nicht mehr gesehen. Das war dann scheiße.
Oh, zu früh. Spielst du wieder Vasaria? Das ist ein Pinkel Japaner, ja. Das gibt's nicht, ich hab den scheiß Checkpoint mit dem Spiegel gestreift. Verfolgt das. Ah, das sauft dich auch immer. Bauke. Ein bisschen. Ja, rechts, rechts, genau. Ja. Wird spannend. Definitiv spannend. Traumhaft gefahren eben. Wieder zu weit runtergebremst. Das ist immer so ein Mühe. Man weiß halt, wenn man es nicht macht, dann kommt die lange blöde Mauer und dann hängst du wieder drin. Oh, verstanden. Das war's gut, das war's gut. Sonst habe ich es hier verkackt. Okay, nichts mit Topzeit. Nee. 1,02,8, schneller wird's nicht. Scheiß Schwerkraft.
Verhalten sind gar nicht so weit auseinander als jetzt im Allgemeinen. Erstmal gucken hier, erstmal. Ja. Doch, geht. Moin, Randy. Moin, Randy. Servus. Randy, hörst du mich? Sehr schön. Moin. Moin. Schön, dass ihr bei uns sind. Schön, dass ihr bei uns sind. Da freut mich ja aber. So. Ja, dann gib mir noch mal 2 Minuten und ein bisschen die... Oh, ach Quatsch, nee. Ich wollte die Lackierung noch optimieren, aber wenn ich jetzt anfange mit Lackieren, können wir das Rennen heute canceln. Ich warte dann die 2 Minuten. Ich hol mir was zu trinken, bin gleich da. Jawohl. Dass das ein furchtbar anstrengendes Rennen wird. Mit dem 2005er. Der will nämlich nicht so, wie ich will. So. Was machen, der ist heute nicht dabei? Scheint nicht, ne? Da bin ich ja dafür, dass TJ nur im zweiten Gang fahren darf. Also ich fahre den 2005er Mazda, mit dem packe ich keine, na, vielleicht eine 3.9, vielleicht eine 3 mal, aber so eine 1.4 fahre ich mit dem. Okay. In den kleinen Klassen merkst du Automatik halt ganz gewaltig. Hauptsache Spaß bei der Arbeit. Genau, genau. So, ja, dann können wir noch eine Probe starten, sobald Dingens Kicht wieder zurück ist. Wie, es gibt einen Ort, wo ich noch nicht fotografiert habe. Was sind das? Bombe. Ah, der Audi. Der Audi. Ja. Ja, den hatte ich auch noch nicht. Muss ja neu sein. Das sind so Autos, an die denkt einfach keiner. Die gibt's zwar, aber irgendwie... Ja, gibt's doch jetzt im Autopass. Ach, da guck ich da nicht rein. Die Hälfte der Autos, die da drin sind, habe ich gar nicht. Das ist zu viel, ich komme hier so kaum in der Helme tunen und bauen und machen. Aber wenn wir schon mal hier sind, schaue ich mal schnell in die Nachrichten rein. Lackierung 35, okay, 60. Oh, 187 Lackierungs-Depot. Geschenk zugestellt. Guck mal, wie viel Kohle es gibt jetzt hier. Für es gibt täglich eine Auszahlung. Ich habe jetzt 279 da oben. 165.000 und $1.2 Millionen war es jetzt. 1,2 Millionen. Respekt. Okay. Oder? Ja. Krass. So, jetzt haben wir 111. Mhm. Super Wheels, wenn es traue ich nie reinzugucken. 15, das geht noch. Das geht. Na, da hole ich mir doch. Ohne Scheiß, mach die Zeit. Das wird irgendwann so viel, dass du einen Überblick findest, nicht mehr hinterherkommst.
denkt an eure Fähigkeitspunkte. Stimmt, Fähigkeitspunkte einbauen, ja. Ach, schon. Windschattenfähigkeiten. 5000. Hartreffer mal auch kommen. Ach, was hat man denn die Punkte, was da rauskommen? So, wer war jetzt noch? Einen Kaffee rauchen? Kaffee rauchen? Ich bin da. Gandalf da? Gandalf. Yep. Randy. Oh. Stefan? Jo. Taube? Ja. Wundervoll. DJ? TJs, oder? Ach fuck, Freunde gefolgte Spiele. Test extrem 50-100. Stefan, du hast echt ein Ei am Wandern, Junge. Ohne Scheiß. Ja. Test hell ist doch die normale. Ich bin nicht einmal gefahren. Weißt du, und dann die ganze Nacht Deadpan und dann quengelig sein, wenn man die Party kommt, weil man müde ist. Ja, ey, wir quengelig! Ich hab gesagt, ich bin nicht quengelig! Ich sag, dass ich noch da bin! Ach, ey. Ja, servus. Servus. Ach, der ist aber dann. Ich kann auch wieder gehen, ganz einfach. Ah, Valerie kommt auch. Ah, sehr schön. Miss Meredith, Valerie. Hallo. Servus. Welcome. Ja, mein Game Pass läuft in Kürze ab. Ich weiß. Sollen wir nochmal abbrechen und die zwei mitnehmen? Das fahren wir schnell. Können die Rentner sagen, ihre Autos fertig machen? Warte doch, ganz in Ruhe. Mir läuft hier noch der Kampf durch. Okay. Ich hab es gerade im Garten Rasenmähen und hast du nicht gesehen. Jetzt läuft der Kaffee durch und danach bin ich voll da. Denk dran, deine Party-Chat mit einzubeziehen, wenn du gehört werden möchtest. Hab ich schon. Oh, Weltklasse, okay. Sieht ja so aus, muss ich mir nur zweimal sagen. Wenn ich ja stimmt, dass man es mir zweimal sagen muss. Das einmal nicht reicht. Danke für deine tollen Videos. Gern. Dank deines Videos, also deine zwei Videos, habe ich zwei von den Fossiltron-Dachen geschafft. Sauber. Und danke für dein Design. Ja, gern. M2. Freut mich, wenn man es nutzt. Ja, das Tolai. Toja TV. Genau, danke. Du wirst lachen, ich habe gleich bei der ersten, dieser ging und dieses Saison und sowas, das nochmal, wie heißt das? Die Prüfung, Serienschau dabei. Gleich im ersten Durchgang, alles fertig. Also relativ einfach diesmal, die Prüfung. Ja, also da ist halt Idioten dabei, wie immer, aber pff. Die waren mir egal, ich bin im zweiten Platz reingekommen bei allen. Scheiß Mauer. Also, wenn du den erstmal gewusst hast, wie du den fahren musst, das Scheißding, ne? Ja. Weil der so extrem rausdrückt, den Motor, wenn du zu viel Gas gibst. Ja. Da muss ich nur ein bisschen einschießen, dann geht er auch. Der macht halt am Start. Ist ja, wenn du zu viel Gas in der Kurve gibst, dann drückt der schön raus aus der Kurve. Mhm. Aber ansonsten, wenn du schön sinnig rausfährst, so wie ich es von. Gandalf gelernt habe. Ah. Vom DJ. Nur viel fahren, dann kommt er jetzt von ganz alleine. Nicht immer Vollgas. Geht auch mal mit Halbast. Ja, Gandalf hat eben auch ein bisschen zu viel Gas gegeben. Nur so ein bisschen. Ja. So, dann will ich mal meine Mix schon mal raussammeln. Muss er mir was drauf machen. Ich wollte seine Linie studieren. Solange er noch eine Linie hat, also ich zum Beispiel keine mehr. Ich orientiere mich einfach an der Seite. Komm näher, ich will mal mein Underground-Auto rausholen.
Ja, wie gesagt, da der Dings halt nicht mitfährt, der Commander, fahre ich mit dem 2005, also mit etwas langsameren. Also bei mir ein bisschen langsamer. Wohl auch beibehalten. Der Jack aus dem 13.7 Club, also ein Gründungsmitglied, der ist auch irgendwann mal rausgegangen und wieder rein und seitdem hat er das gleiche Problem. Und das schon seit, seit Ryzen draußen. Also, Moment mal. Also Ryzen 5. Er macht nichts, da gehe ich auf deinen Namen, Clubbeitritt. Fertig. Dann ist alles drin. Bitte verpacken. Bitte warten. Ja, komm her, komm her. Okay. Oh, das könnte jetzt mal eine gute Viererzeit werden. Das wäre cool. 4,6. Ist mir viel zu nah hinter mir, der Gandalf. Das ist viel zu nah. Der hat mich gerade erst wieder überholt. Ja, der ist ziemlich ziemlich fies mittlerweile. Hallo, Jollo. Jollo. Jollo, Jollo. Servus. Servus. Scheiße Wand. Na klar. Also, ja. Mein Gott. Nee. Aber das Rennen ist leicht zu Ende. Zwei Runden noch und dann lade ich wieder ein. Rasenmäher zum Grünen. Rasenmäher grün. Hammerschlag blau. Also doch Hammerschlag blau. In Gold? Boah, das war zu eng. Deine Frau hat Haare in Gold. Wasserstoffblond. Oh, da kommt schon wieder mit seinem pinken Albtraum, ey. Mit seinem pinken Albtraum? Das gibt mir Mühe, meine vernünftige Rennlackierung, und er kommt da mit Piggy Pink angerast. Miss Piggy. Sieht zwar schon irgendwo cool aus, hat was, muss ich leider zugeben. Aber wenn mich auf die Pelle rückt, nervt er mich. So wie mein Rot mit dem Neongrün, ne? Zum Beispiel. Nicht vor Underground. Ich fahr den 5er. Ich finde den 5er optisch schöner. Ich fahr auch den 5er.
ein bisschen langsamer, aber da. Ich finde nicht, dass der 05er so viel langsamer ist. Die beiden sind recht gleich auf, finde ich. Which car you have, the 05 or the 13? Yes. No, for the race. Reikum, das kann ich mit dem Wagen vergessen. Ich muss mega konstant fahren, sonst wird das nichts. Ich krieg den nicht schneller. Ist doch schön, fahr ich mal vorne mit. Ja, wie gesagt, also heute, heute ist vorne tatsächlich Platz. Ich hab überhaupt nicht trainiert, DJ. Mazda MX-5. Ja, sauber. Ich hab ein Gandalf-Tuning drauf. Okay. Also mit meinem schnellen Zeichen 1, 2, 5 in so was. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 42, da können wir noch eins fahren, also wenn ihr wollt, ich schicke die Einladung gerade mal raus. Ja, schick auch mal die Augen halt. Warte mal, warte. Ja, die Einladung kommt wieder an, DJ. So, mal gucken, wo ich euch finde. Mann, der nächste, wo mir hier in meins. Der Randale-Randy hier. Oh. Der Randale-Randy. Unglaublich, echt. Ach, du mal, ich mein, heutzutage wird nichts mehr in den Fahrschulen einfach angeübt. Ja, da gibt's noch. Tatsächlich. So, ein Foto oder wie? Ja, ich muss sagen. Ja, aber deine Frau fehlt noch. Valeria, I've set a waypoint. It's marked green on the map. That's where we're gonna take the picture, if you wanna join in. And if you don't wanna join in, we don't care. Get here, we'll make a picture. Für das Video, mir egal, das Wurf von richtig Puff ist. Stell mich mal neben die Probe. Ach Gott. War ja klar, dass das immer so ist. Wieder der halbe. Wo ist denn hier der? Ja, Entschuldigung, sie sind halt schon versessen. Also. So, machen wir ein Foto. Oh, jetzt ist alles komplett abgehackt irgendwie. Hier steht ja noch einer, das ist noch gar nicht richtig hingestellt. Ja, sie nicht richtig hingestellt. Mach ich. So, ich bin auch im Fotomodus. Das war... Lackierung bedeutet. Ja, meiner war auch. Brauchst du so eine Brille hinter dem her? Ich stehe direkt neben, ganz viel cool. Macht euch mal bereit. Taube hat die Kolonne verlassen. Nö. Doch, hat er wohl. Doch, bin da. Dann fahrt ihr mal euer Warm-up. Ich starte mal Spiel neu. Ich habe jetzt echt nur zwei Runden gedreht. Jetzt bist du wieder beigetreten. Ganz komisch. Toll, mein Kaffee ist noch nicht fertig, verdammt. Gut, ja, wenn nicht, dann starten wir. Taube, willst du schnell mal starten? Wartet zwei Minuten, eine halbe Minute, ich mache meinen Kaffee eben fertig.
Ja, einmal mit Profis arbeiten, ich weiß. Ich kann B drücken, dann hat sich das auch erledigt. Dachte wir fahren. Kann der 13er nicht. Und der 5er kann nicht mit Dach fahren. Habe ich auch schon versucht, das Dach auch zu machen, aber geht bei dem 5er nicht. Nein, das ist schon, aber hier. Das ist ein grober Zwang bei dem Auto. Ne, bei mir, ich dreh da die Kappe um, das ist dann für mich so das A und O. Ganz kurz. So, wer fehlt denn? Ich guck kurz stumm. Ach, Taube ist noch nicht da. Eine Einladung an ihn. Ja. Ja, ich will jetzt auch da. Komplett. So Fotos gemacht? Yep. So, Asgardia, bist du da? Ja. Valerie, you there? Ready? Ja. Gandalf, da? Yep. YOLO? YOLO? Ja. Randy? Ich glaube, ich hab den Jo gehört, okay. Stefan? Ja, ich auch. Jawohl. Taube? Jupp. Ja. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Wo ist jetzt hier die Grundlab-Kreationen? Ja, meine Mame. Verlauf. Stefanski. So, Testhell. Das geht doch mal der Kiss von Schatz und der Mann. Mhm. Ja. Kommt gerade so hin, dass wir dann schnell noch Kaffee auffüllen können, Batterien wechseln können, dann können wir es anschauen. Dürfte ziemlich genau passen. Besser ist das. Ich auch noch Schleichwerbung für den TJ. Irgendwann scheiße ich mir vor laufender Kamera in die Hose mit den Hunden ohne Mist. Müssen nicht laut, sind meine Hunde auch. Heute ist schön durchwachsen in Autos. Mhm. Das ist immer schön. Witz wie ein Berserker, ey, meine Güte. Das ist der Wärme draußen, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja, für eine Proberennen, keine Ahnung, wie weit war ich vom Gandalf? 2 Sekunden. Der macht ernst. Mhm. Ja. Klingt schlimmer als es ist. Ist hier echt okay. Meine Haare. Ich hab gar keine, bei mir können sie nicht flattern. Zu viel Haare. Nicht ehrlich, Taube. Nein, nein, nein. Mach mir das heute schon wieder unter uns aus, ja. Seiner klingt wie ein Rasenmäher, Mann. Oh mein Rasenmäher. Jetzt habe ich mich verbremst, so eine Scheiße. Steht da noch jemand am Start?
Valerie. Wir warten, die holt uns danach auf. Oh, Stefan. So der Scheiß. Okay, then better restart the game. It happens every now and then. Ich glaube, das wird ein spannendes Rennen. Ja, nachher mit Kollision geht's dann ruckzuck mal am Checkpoint vorbei oder sowas. Dann ist schon nice. Ja, ist durchaus möglich. Oh, oh. Scheiße. Das war zu viel, hast du gesehen, Randy? Da hab ich zu viel gewollt. Ein bisschen zu schnell rein in die Kurve. Wenn du auf die Karte guckst, dann sehen die nach Kurve nach nichts aus, aber manchmal drücken die ganz schön raus, die Scheißwichser. An den Style. Meine Autos werden in Zukunft alle Underground-like. Ist völlig in Ordnung. Was sagst du? Völlig in Ordnung. Deine Klassik. Ich finde das total geil. Need for Speed Underground-like. Zack, schön Flammen auf die Seite in Neon. Es fehlt eigentlich nur noch das der Unterbodenbeleuchtung. Ja, das fehlt auch nicht. Das brauchen wir aber nicht. Das ist Forza Horizon und nicht Need for Speed. Wenn das auch noch reinnehmen würden, kann Need for Speed einpacken. Prinzipiell schon, ja. Oh, Randy, was ist bei dir? Hast du verpasst? Nee, hinter dir ist Jollo. Ich glaube, der hat ein Ding verpasst. Ja, du bist ganz hinten bei uns. Auf dem Dippen. Hast du Checkpoint verpasst? Ja, Jollo. Okay. Genau, wir sind auch das wird zwar schneller, ist überhaupt zu anstrengend. Das spart auch noch Kilometer beim Wiederverkauf, glaub mir. Achso. Oh Mann. Alter, die Führung schrien dir da vorne. Nee, Randy. Oh, das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder? Die du fährst auch 05er, oder? Ja. Jetzt machst du dich doppelt so breit mit den Ellbogen. Weil der zieht einfach jetzt ganz chillig in den Arm, ganz lässig in den Arm raus. Wenn du jetzt so mit einem Strohhut und so einem Stückchen Getreide munter durch die Gegend fahren würdest, wär's perfekt, ey, oder Scheiß. Ja, dann würdest du nur mit dem John Deere fahren und nicht mit dem Mazda. Schön mit Latzhose. Das machen wir beide, glaube ich, miteinander aus. Ja. Oh Mann.
Vielleicht war ist der 13er die bessere Wahl gewesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, die beiden Autos sind relativ gleich auf. Und ich fand optisch der 5er einfach schöner als der 13er. Schade, dass der 21er nicht zur Verfügung war oder der 20er, weil den finde ich nämlich optisch am geilsten. Ja, dann mit dem 13er bin ich fast 2 Sekunden schneller. Sonst fahren sie sich ziemlich gleich, aber. Ich muss schneller mit dem 13er. Jetzt habe ich den Kopf komplett verkackt. Ah, oh, so Glück gehabt, Gandalf. Spike ist der Party beigetreten. Ah, jetzt hab ich die Kurve verkackt. Jetzt kann Ronnie mir vorbeiziehen. Das Treffen ist einfach viel zu viele Sekunden. Ist das dein Uber, Randy, dieses Review? Also hier wird es eine Menge schöner Zweikämpfe geben, glaube ich. Also auf jeden Fall zwischen mir und Randy. Ich, Gandalf und Stefan, wir werden hier schon richtig unseren Spaß haben. Ich sehe das schon. Du, Randy, breit machen bringt die jetzt nichts. Wir haben keine Kollisionen. Wo kommst denn du jetzt her, Taube? Das sind ja wohl Arme. Hält man sich da 6 Runden ab? Mit Blass und Kutze? Bist du ja wohl ein Mensch? Kein Respekt, Leute. Das ist aber schon ganz schön dicht, wir zwei miteinander. Hier. Ja, nur Vorbereitungsrennen, mein Schatz. Hast du Kaffeebecher von der Mama? Das wird richtig knapp, das Ding. Sauber. Das wird richtig knapp. Super gefahren, dann, oder? Ja. Ja. Warum seid ihr drin dann? Im Proberennen wart ihr jetzt aus, im Rennen ist er dann an. Warum? Weil ihr euch nicht benehmt, ja? Oh, wir haben sogar ins Ziel geschafft, ohne DNF. Randy. Aber das war schon arschknapp, ihr beide gerade. Schau dir mal die Zeit an, das ist direkt aufeinander. Holst du mal was Becher, damit ich hier einen Kaffee machen kann noch? Ja, dann halte ich aber an im Kaffee, ne? Standard. Also ich glaube, wir sind auch ziemlich knapp in den Zeiten, wir zwei, oder? Randy. Beieinander. Sehr dicht. Kommt jetzt. Deine Verbindung wurde unterbrochen. Versuche es bitte später erneut. Einfach ignorieren. Ja, das habe ich das auch gemacht. Da bin ich aus dem Rennen rausgeflogen. Wenn du darauf eingehst, fliegst du garantiert raus. Wenn du Backtaste drückst, bist du auf jeden Fall raus. Und wenn du sie nicht drückst, bist du oh, vielleicht raus. Viele. Deine Verbindung wurde unterbrochen. Versuche es bitte später erneut. Ich versuche mal über die Einladung nochmal reinzukommen. Nein, die Farbe bleibt. Ich kann noch Wind aufmachen. Ah, jetzt hat es geklappt, so wie es aussieht. So, Randy, Spike bei euch drin. Siehst du noch? Gut, schaut nach, dass ihr alle die Batterien frisch drin habt. Ja, ich muss auch nochmal wechseln. Kurz AFK. Oh. Nach und nach trudeln sie ein. Es dreht sich zwar, es dauert ein bisschen lang, aber Stück für Stück. Asgardian und Randy fehlen noch, aber die werden wahrscheinlich auch gleich dazu ploppen. Also Rennstart in 5 Minuten dann. Ich komme nicht beigetreten. Gebt mir mal 2-3 Minuten. Ich glaube, ich muss mit vor sein. Egal wohin, na gut. Das könnte ich irgendwann machen. Das ist eine gute Idee, danke. Randy und Asgardia starten einfach Spiel Nummer neu. Natürlich Nummer 1. Beitritt zur Sitzung nicht möglich. Ja, wie gesagt, starte einfach Spiel Nummer neu, Kratz. Ja, das mach ich jetzt noch, das bringt sonst nichts. Es bringt sonst nichts. Ja.
Wer ist ich? Ich komme mit den Stimmen immer noch durcheinander. Also du bist hier, also da dreht sich nichts. Nur bei Asgardial 3 dreht sich's noch und... Ja, ich starte gerade Spiel neu. Perfekt. Ich bin gleich wieder, dann kannst du mich gleich nochmal einladen, dann, DJ. Das Spiel sagt ihm dann schon, was er nehmen kann. So, jetzt kriegst du nochmal eine Einladung. Einladen zu einem Spiel einladen. Also Gandalf, ich bin mega gespannt, Gandalf und Stefan. Das wird auf jeden Fall... Ich kann das nicht einfach nur als Gas wegnehmen und hinten bleiben. Ich muss ja damit euch betteln. Ich glaube, das wird ziemlich hart jetzt. Das wird ziemlich hart. Kümmer du dich mal um Gandalf? Alles um die 1-8. Also hier vorne 1-8. Ja, und wie weiter hinten 1-8. Rand und ich sind so eher bei 1-8. Ich glaube, ich habe wenn ich Taube. Halbe Minute. Sag mal, Liam, kannst du dich beeilen? Das Rennen beginnt gleich. Ehrlich. Eine Minute noch. Ja, ich mache schnell mal einen Kaffee für meine Frau. Die sitzt nämlich draußen im Pool. Da läuft doch was falsch, Alter. Ja, nein. Wenn ich in der Woche zusage, dass ich Samstag mitfahre und es kommt nichts dazwischen, dann fahre ich mit. Und danach gehe ich wieder raus. Weil jetzt regnet's. Vielleicht fahre ich nämlich doch den 13er den nächsten Tag. Jetzt regnet's. Ey. Du bist ein Held. So. Mimi? Boah, du drehst schon wieder rum. Okay, Valeria, hier. Langsam ist heiß. So. Greta, da. Asgardial auch. Gut, okay, Greta. Tschüss, Gandalf. Bis später. Ja. YOLO. Randy. Spike. Stefan. Jetzt raus. Du mach bitte, jawohl. Schatz, wegen der Katze. Taube. Tschüss. Das läuft ja schon nicht in hier. Torgon ist ready. Torgon hat zwar keinen Kaffee, weil ich das nicht anmachen zu lassen, aber das ist völlig egal. Ich bin dabei. So. Full Race. Okay, so. Achtung, ja. Du müsst annehmen, ne? Ja, nee, auf B drücken. Auf B, 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 B. Aber ist drüber. Daumen drücken, dass alle drin sind. Sieht gut aus. Zählen. Ich glaube, ich kaufe nochmal ein neues Headset. DJ. So. Can, but you don't have to. You could, you don't have to. You can, but genau. Except for the pink one, just crash into that anytime you want. That's cool. Wow. Yeah, just get the pink one. Oh, warum steht die da jetzt hinten? Jetzt wird's chaotisch. Und das hart. Mit Kollision an, du weißt ja. Schon, was du dir dann gedacht hast. Das wird hart. Ich glaube, ich bleib jetzt einfach wirklich mal hinten und schaue mir das Ganze wirklich an, wie die ersten Kurven laufen. Ich glaube, das wird echt interessant. Nicht, dass ich das ausruhen könnte, im Auto bleiben. Oh, Stefan, wenn du da jetzt... mit Kollision an. Na, wenn du da jetzt Meter machst, Stefan, und dir den Vorsprung rausfährst von Gandalf von mir, das könnte... Okay, so. Also in der ersten Kurve sind wir noch. First corner, everybody is ghosted. First 30 seconds after that, collision is on. Jetzt hab ich natürlich gepennt, jetzt hätte ich einfach. Was sein? Alter, oh, was ist hier jawohl, los, Mann? Jawohl.
Alles klar, dann. Du, ist Rennen, das passiert ab und zu. Nächstes Mal keine Kollision mehr. Muss halt warten, also ich passe genauso. Das Schöne ist, kann halt auch richtig viel passieren. Also noch lange nicht alles in Stein gemeißelt. Ich werde noch so viele Leute Checkpoints verpassen. Greta has left the building, schade, aber gut. Also ist völlig okay, ist völlig okay. Das passt so. Nächstes Mal ist S1, da ist dann keine Kollision. Dann passt das schon eher. Ist aber auf jeden Fall interessant, ey. So. Nächstes Mal ist S1, ja. S1. Ein paar schöne interessante Autos. Ich hasse dich ein bisschen, TJ. Alles gut. Dass du mich einfach in der Kurve überholst, dafür hasse ich dich, Mann. Ich hab immer in der Kurve überholt. Ich war so beschäftigt, dass ich da nicht in den Trubel da. Ja, gerade eben. Also so vor 5 Kurven oder so. Zack, an mir vorbei. Was? Echt? Mit dir nicht. Okay, gut. Ich bin so nach vorne fixiert. Ja, der Taubeball hat da vorne weg, dann noch der Gandalf. Der hat das natürlich voll ausnutzen können, dass wir gleich in der ersten Kurve, wo freigegeben waren, eine riesen Kollision hatten alle. Ja. Da war ich mittendrin. Ich hab's gesehen, ne? Ich hab Luana, gerade so vorbeigeschafft, ohne Checkpoint zu verpassen. Oh, ah, das ist doof, das passiert halt ab und zu mal. Das ist halt aber auch der Reiz da dabei. Muss halt feuchtig sein, dass es nicht in Stein gemeißelt. Normal ist halt wirklich so, die besten Rundenzeiten fahren, die fahren dann immer vorne, weil sie nichts auffällt. Ich mach Breitstrom, wartet nur. Man kann hier überhaupt nicht reden. Der Asgardian, der ist so geil im Lava, ohne Scheiter, permanent. Einfach nur Sendemodus, total geil. Null Empfang. Entschuldigung. Gib alles, Kollege, gib alles. Du bist mein prima Radiomoderator, oder bist du? Das ist der Team Schießleiter und er erzählt von seinem Kaffee. Einfach nur geil, einfach nur geil. Was denn? Der Crash oder was? Ja, das ist, wie gesagt, das passiert halt. Das passiert halt. Leute, die sehen das bei diesen Spielen. Manchmal schon. Danke fürs Platz lassen. Nee, im Allgemeinen funktioniert das gut bei uns, deswegen mache ich das überhaupt, dass wir in der Kollision, weil im Allgemeinen funktioniert das gut mit uns, aber wenn es irgendwo mal eng wird, da passiert das halt, fertig, wenn da drei Leute durch wollen, keiner gibt da richtig nach, das passiert eben. Da hockt man sich hin und macht halt weiter. Aber ich kann jeden verstehen, dass ich dann da aufregt, wenn du gerade auf einem guten Kurs warst, das ist nicht für jedermann was. Ja, da macht man halt. Na, nein, wir fahren einfach so. Passt doch. Weil wenn es einem nicht passt, dann muss ich nicht mitfahren. Wenn wir am Ende des Rennens, und ich verspreche euch, ihr werdet euren Spaß hier haben, so dicht wie wir alle beieinander sind, wenn ihr am Ende rausgeht und hattet euren Spaß gehabt, ist doch in Ordnung. Wenn es für einen nichts ist, ist halt immer so. Ja, ich finde es blöd, sich drüber aufzuregen. Ich finde es cool mit den Kollisionen. Klar, ich mag es eigentlich, weil es ist wie im Realen. Du musst ein bisschen aufpassen auf die Leute, die dich überrunden. Pass auf, das Witzige ist ja, das werdet ihr jetzt auch merken, wenn ihr vor einem seid, ihr werdet plötzlich nervös, weil ihr könnt den blocken, ihr müsst ihn sogar blocken, also überlegt euch, wo ihr euch breit macht, dass es fair bleibt, das ist richtig, ich finde das geil, das macht richtig Laune, das ist viel schöner als... Weil ich finde die Kollision, also von mir muss man nicht ausmachen, egal ob S1 oder A oder B-Klasse. S1 ist schon ein bisschen tricky, also da... Weil da hast du das Problem, da berührst du einen anderen und da ist es nicht wie hier, dass der mal 3, 4, 5 oder 10 Meter fliegt. Bei S1 fliegst du gleich 200 Meter. Also da... Ja, die Autos Deswegen bei S1 würde ich das auch nicht machen, aber hier jetzt... Gut, ihn hat es eigentlich echt blöd erwischt, den Räder, da hat es richtig gedreht. Ja, A geht noch. Aber okay, hängt dann aber auch von der Strecke ab. Also da muss aber auch hier Begrenzungen geben, dass du nicht so weit fliegst. Dann kann man das machen. Taub und der Gandalf davon, die battlen sich und ich darf nicht mitmachen, ich bin gerade ein bisschen beleidigt. Ich bin auch beleidigt, ich kann meinen Randy nicht mehr machen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass ihr so weit weg seid. Gottfried Stutz.
Ja, da reicht einmal verbremsen, die Wand berührt und dann bist du schon wieder, dran. Ja, aber guck mal, wie weit ihr weg seid. Wohin habt ihr den Randy gleich aufgefahren? Ja, das ist gut. Da kann dir aber wirklich keiner helfen, mein Freund. Was ist, Freund? Ich verpasse keine Checkpoints, ich bin so langsam. Doch, dann kann man über die Langsamkeit erstmal überlegen, warte mal, wie viel war das jetzt schneller? Moment, bin ich im richtigen Auto, richtiges Spiel? Ja, genau. Wer bin ich? Wo bin ich? Wie viele bin ich? Ah, scheiße, Checkpoint. Und ich fühle mich verfolgt. Wollen die Hunde jetzt spielen, Schatz, oder was? Wollen die Hunde jetzt spielen? Warte mal, seid ihr in meinem Leben bei? Ja. Ja. Doch, kannst du Tür. Doch, du kannst die Tür und du musst ihn bloß auf... Mit halb, und nur mit halb Last aus der Kurve rausfahren. Nicht mit Vollgas aus der Kurve raus, sonst drehst du dich gleich. Du kannst alles einbauen, das darfst halt bloß 718 sein. Ach so, mach mal das. Ja. Okay. Das ist also, ja. Geht. Nee, doch, geht. Geht? Da wird er, glaube ich, sogar kleiner. Mit dem hab ich AWD, probiert, aber läuft nicht so gut. Ich wünschte, ich könnte die Zeiten sehen, ob ich an mich rankomme oder nicht davon, ey. Weit weg, weit, weit weg. Zwei. Ja, aber Leria ist noch bei dir hinten. Dann muss man sich als Überrundeter noch ein bisschen breit machen, dass man den ersten geht, damit der zweite am ersten vorbei kann. Und dann redet der Taube mir kein Wort mehr. Aua. Okay. Ist das dann PC? PC mit den anderen Raum. Valeria, that was a very good line you were driving there in this corner. Very good. Well, that isn't it, but that was a very good one. Sorry. Und zack, fährt links vorbei. Sorry, alles gut. Meine persönliche Bestzeit, 1:08:35. Gut. Stefan pirscht sich auch um.
Danke für das. Das war der falsche. Mhm. Die fährt saubere Linien teilweise, ja, wirklich sauber. Die fährt das hier einfach scheiße. Ja. Ihr weg seid, Mann. Ich glaube, ich bleibe auf dem 6. heute. Alles gut, danke. Was? Ja, ich bin doch gar nicht bei dir, YOLO. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, hä? Ein winziger Fahrfehler, Randolph. Ein winziger Fahrfehler. Aber das ist echt stark. Das ist auch noch nicht vorbei. Nee. Nee. Ich bin bloß froh, dass ich dich zwischen mir und dem Stefan hab. Ich hab den Checkpoint. Mich unverschaltet, ach ey. Das ist der Taube, das sieht total friedlich da vorne seine Bahn. Oh, verdammt, war ganz still und leise. Täubelt der da vor sich hin, ey. Wegen Gandalf. Ah ne, jetzt ging Tor. Jetzt ist ein TJ vorne. Richtig anstrengend. Ups, sorry. Alles gut. Drittes Digger darf den nicht vorbeilassen. Direkt wegschießen. Nee, nee. Leider nicht mitfahren. Schätzelein, so gern ich würde. Aber da bin ich unterwegs. Ich fahre um 21 Uhr, habe ich nochmal was laden im VW weg. Das würde ich sehr gerne, also die Sachen mitmachen. Wenn das Wochenende nicht so verplant wäre, werde ich auch sonntags noch mitfahren bei dem Horizon-Rennen. Was Heidelberg regelmäßig macht. Ich glaube, du fährst echt richtig gut gerade. Jetzt ging es um dein Leben. Ja. Ja. Finde ich cool. Muss ich mir mal angucken, was ihr fahrt, damit ich mich mal auf das Spiel dann einschalten kann. Boah, ich hätte vielleicht nicht aufgepasst. Alter, das war jetzt wirklich spannend. Also ich habe ganz, ganz bisschen Pipi in der Hose. Aber Samstag und Sonntag, das ist zu viel. Dann dreht meine Familie am Rad, wenn ich zwei Renntage fahre am Wochenende. Wenn es eh nur ein Wochenende ist. Na. Deswegen. Ja, alles stimmt. Wir erreichen die Alpen. Ja.
Aber das war jetzt wirklich mal ein Beispiel dafür, warum Kollision interessant ist. Normalerweise würde ich jetzt einfach an zwei Ständern dir vorbei, weil ich einfach ein bisschen besser die Kurve gekriegt habe. So muss ich tatsächlich warten, muss dann zurechtlegen und hoffen, dass der andere einen Fehler macht. Oder selbst am Checkpoint vorbeizufahren. Weil ich hätte wetten können, dass ich einen Aufwand habe. Mach ich mich jetzt breit oder mach ich mich so nicht an die breit? Soll ich den Teacher jetzt ärgern oder nicht? Ja. Ich sehe dich nämlich schon im Spiegel. Ich schieße die ersten drei komplett ab. Nee. Geht auch. Nein, sowas war ich nicht. Ja, einer kommt, dann muss er mir nur sagen, wo er vorbei will. Dann mach ich vereinfach, nein, vereinfach wirklich deine Linie. Das ist für mich am leichtesten, wenn du einfach nur deine Linie fährst. Wie gesagt, fahr dann Lea. Okay. Das war jetzt mein Fehler, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Ist nichts passiert. Der schaltet schon. Solange du dich nicht selber angeschossen hast, geht das. Wäre mir beinahe passiert. Ah, der Commander hat uns auch im Chat hier auf Twitch einen Gruß dagelassen. Ich habe ein bisschen spät gesehen, aber grüß dich, Commander. Als du noch zuschaust. Ja, da du nicht mitfährst, falls du nicht mitbekommen hast, etwas schwächeren MX, den 2005er fahren. Hast du noch gestimmt? Ehrlich, du Glücksschwein, Mann, das sah aus. Gewusst wie. Du hast DJ. Gewusst wie. Das sah wirklich aus, als ob du nicht erwischt hättest. War knapp, aber geht. Ich glaube, hier in der Kurve verliere ich die meisten. Da fließt du viel. In dem U-Turn. Wie bitte? Ja, im dritten. Ach, du wurdest auch im Chat. Servus. Der Heidelbauer-Termin ist diesen. Ah ja, diesmal erst übermorgen, alles klar. Hi. Wer? Oh. Sorry. Ich schuld, dass ich eins. Ist doch gut. Ist doch gut. Ja. Larry, you turn out to be the number one task and the one number one opponent for Yolo Bear. So he's really trying his very, very, very best right now. We never seen him perform like that before. I mean, for his, he's really fast right now. And he's actually quiet. Usually he'll talk all the time, but he's just shutting up right now. So that means he's focused. He's really, really concentrated. Forgive me to say so, but he wants your ass. Get going, girl. Get going. Get going. Move it. Ja, hier ein paar Zentimeter mal zwischen uns bringen. Ja. Stefan ist auch schon. Das ist gut, da habe ich euch vernünftig beigelassen. Aber hier Taube und Kandlaff, die machen das auch gerade unter sich aus, ne? Ja. Das dauert nicht lange, bis der Stefan da auch wieder aufschießt. Da muss nur ein Fahrfehler drin sein. Das ist auch so ein Hecht momentan, ey. Das heißt, ich hab den noch für extra Speed geben heute. Ich weiß nicht, was gemacht. Hast du jetzt ein anderes Auto genommen, Handy?
Den hätte ich beinahe verpasst. Nee, sogar nicht. Ach nein, das Stream ab 8. Yep. Ja. Yep. Ich sag doch, ein Fahrfehler und da ist er wieder da, ey. Da ist er wieder da. Was denn? Hier machst du Spiels hier oben. Ich hab keine Zeit. Ja, fahr bitte deine Linie. Kannst du das auch mal akzeptieren, Freund? Ich befinde mich gerade im Kampf. Ich sehe es mit Valeria. Aber sie schafft es. Ist möglich, die Rennen, die Runden zählen. Wunderbar, ich hab ihn. Ja, nein. Das kann schick sein. Einfach ein bisschen auf. Mach das schon, Unbewusst, alles gut, alles gut. Sorry. Oh, was? Hast du was? Yep. Yep. Ja, so ging's mir vorhin auch. Sorry, ja. Das ist der Clan für Bruno. Das Thema hat nur Mitleid mit mir. Nein, Taube! Hast du den erwischt? Ja. Boah, ich dachte, hättest du nicht erwischt, das sah aus, als ob du dran beigefallen warst längst. Aber auch wenn ich mich wiederhole, genau deswegen macht Kollision Spaß. Wegen solchen Sachen. Das wird einfach richtig knapp hier, ne? Ja, die Führungsetage wird immer ein bisschen knapp. Ja, aber wenn du keine Kollision hast, kannst du einfach nur deine Linienpfanne fährst du nur gegen dich. Egal, ob du dir einer im Weg ist, du musst deine Ideallinie nicht variieren, du kannst einfach nur stumm deine Runden fahren. Wenn du von der Zeit her besser bist, wie jetzt zum Beispiel Gandalf, ist eigentlich von der reinen Rundenzeit her schneller als ich mit dem hier. Immer die letzten paar Rennen, das ist eine halbe Sekunde schneller fast. Fede, ist eigentlich nur noch Randy, dass er mich überholt. Ja, ja, aber du hast mich noch nicht überrundet, das meinte ich. Stefan, wie nah bist du eigentlich am Gandalf dran? Würde mich noch mal interessieren. Ja, jetzt sehen. Verbremst. Und dann ist ja direkt schon wieder der Schwung weg bei diesen Kisten, ey. Das macht richtig laut. Ja. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass du wirklich mal einen richtigen Zweikampf hast, ne, Jodo? Ja. Sauber. Okay, langsam geht bei mir die Kondition flöten. Seit 6 Uhr, glaube ich, fahre ich jetzt schon mit diesem Monster hier rund um rum, ne? Ja, danke. Das Feld ist hier nur wirklich knapp. Und wieder verschaltet. Oh, Himmel, Himmel. Ich habe mich die ganze Zeit mit dem 13er trainiert. Schaltpunkte. Und auf der Karte sieht man auch, wie nah wir alle beieinander sind eigentlich. Krass. Gandalf, was hast du für eine Rundenzeit? 1,44. 1,4? Alter, 4 Sekunden. Ich war schneller als du. Yes, ich war schneller als du. Lass mich mal, einrahmen hier. Steffen hat die Kolonne verlassen. Was? Ich bin noch da. Ich hoffe, es stimmt. Noch bin ich da.
Hoffe ich auch. Bei mir hat so gestanden gerade, deswegen. Bei mir auch. Ja. Stimmt nicht, der bleibt da. Ja. Nein. Ach, Scheiße! Was ein Mist. So geht's ihm gerade so wie mir letzte Woche. Mann. Wo es gut gelaufen ist und rausgeflogen. Ja. Ja. Bei einer Sekunde rausgeworfen, weil ich die Verbindung zum Forza-Eisen-Network verloren hatte. Das ist jetzt wirklich übel. Das ist richtig übel. Ja. Naja. Aber das war letzte Woche ab bei Runde 20 etwa bei mir. Ja. Aber es kommt seltener vor. Ganz zu Anfang war das ja ständig gewesen. Aber jetzt halt gerade so weit vorne mitfährst, ist halt echt mega ärgerlich. Ja. Vor allem habe ich ja immer ein bisschen weiter aufgehoben. Mhm. Ach dann okay. Ja. Das war jetzt noch. Das. Ja, das wäre jetzt noch richtig interessant worden. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, das Rennen. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, vom Fun-Faktor her macht es mir auch riesig Spaß. Das ist richtig cool. Oh ja. Weil du aber was zu tun hast, nicht einfach nur gemütlich da hinten rum, ey, noch, jo, letzter, jetzt bist du hier. Jetzt merkst du mal, wie das ist, wenn man Rennen fährt in einem Rennspiel, ne? So sieht das eigentlich aus. Mal ganz andere Erfahrung. Du mit deinem permanenten Sightseeing-Touren, die du da machst, Kaffeefahrten da hinten ganz alleine. Nix da. Valeria, die gibt dir was zu tun hier. Ja, dann schaue ich noch wenn das zu. Wie der fährt. Naja, klappt nicht so. Gibt mir die Kamera. Okay, langsam werde ich müde. Langsam merke ich wirklich, wie es zerrt. Drei bei mir. Sollen wir der kleine Hund noch bellen, dann das Herz wird schneller, dann bist du automatisch wieder fit. Der Spike jetzt da hinten her. Alles klar, ich hab echt gedacht, ich halluziniere, aber so Spaß da hinten. Gedacht, Alter, hast du einen überhaupt das nicht mitgekriegt? Das musst du doch merken. Okay, gut. Jetzt hab ich's überholt, Mann. Perfekt. Ja, man muss halt, das Blöde ist, das Spiel gibt da wenig Möglichkeiten, man muss halt wirklich selber in die Hand nehmen und selber solche Rennen kreieren. Bitte? Ja. Vielleicht fahren wir dann nochmal das Rennen von nächster Woche Probe, oder wir können auch hier nochmal das hier fahren, also nochmal starten, komplett halte ich jetzt nicht durch die Freizeit 6 Uhr hier im Mudstone, wir haben jetzt keine Ahnung, halb 8. Warum? Seit Abend, seit 18 Uhr, 6 Uhr PM, wenn es dir hilft. Rechts. Asgard. Dankeschön. Ich werde aber auch gehen, das aber auch in oh, Checkpoint verpasst. Hat Jackpot verpasst, hat einen Checkpoint verpasst. Wahrscheinlich, weil sie Platz machen wollte oder was, keine Ahnung, aber sie hat einen Checkpoint verpasst.
Willst du von ihnen noch was lernen, oder auch was? Nicht. In deinem Alter musst du nicht mal alles verstehen. Bei Forza ist alles möglich. Ja, aber es ist mir echt egal. Ich muss mich hier konzentrieren. Wenigstens ehrlich Ansage, weißt du? Ja, ich hab's gemerkt. Der ist froh, dass er nicht einschläft. Lass den mal jetzt. Hier, ich bin batschnass geschwitzt. Ich hab mir hier den Ventilator auf die Nüsse gestellt. Der Nüsse. Ja, ich werd von unten ventiliert, also Nussventilation nenn ich's mal. Ach, egal, was mir zum Sieg verhilft. Ey. Ich bin da wieder Max Verstappen. Ich tu, was nötig ist. Fertig. Vor allem eine Vibration. Ja, du musst nur auf eines der Blätter ein Kaugummi kleben, dann. Das ist wie mit den Spielkarten in den Speichen von Fahrrädern. Valeria, Yolo Bear is really, really sorry that you missed the checkpoint. He was really appreciating your you missed two. Okay. Also sie hat zwei Checkpoints verpasst. Wenn der Wurm drin steckt, dann richtig. Ja. Liam, würdest du bitte wieder in den Garten gehen und das schöne Wetter genießen? Ab morgen wird's wieder scheiße. Okay. Mein neunmal kluger siebenjähriger Sohn. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann mich an nichts erinnern unter 12. Es ist mir privat, dass ich meine Eltern erinnern, das ist mir scheiße. Also die Rundenzeiten von den ersten Reisen richtig krass und Stefan hatte auch eine 4, 5, 6, war sogar schneller als Taube. DNF. Greta, also Greta ist gleich rausgegangen. Also du warst definitiv Kandidat für die Taube. Auf jeden Fall, ja. Boah, Alter, wenn ich die Zeiten ansehe. Spike war auch noch schneller mit den Zeiten, schick. Sauber. Na, jetzt weiß es. Wie gesagt, nächste Woche SS1, also da haben wir dann keine Kollision, weil das dann zu hektisch wird. Straße. Ja. Lässt du mich da noch schreiben? Die ist diesmal ein bisschen komplizierter, weil ich habe nur Autos genommen, die man nur gewinnen konnte. Also sind nicht im Disc. Lässt du mich mal ausreden, Asgardiel. Ich hab dich auch gern. Ich habe nur Autos genommen, die man eben nicht im Auto kaufen kann und nur richtig teure. Ich hoffe, dass jeder da irgendwas davon hat. Das sind dann, glaube ich, 7 verschiedene Wagen. Irgendwas werdet ihr schon angeben. Ja, ja, nein, ja. Dito. Schön, dass du mitgefahren bist. War echt nice. Jo, wer vielleicht ja, du noch was zuschreibst in die Gruppe, ob dir das Spaß gemacht hat mit dem mit der Kollision. Also ich persönlich fand's geil. In den unteren Klassen würde ich es, wenn die Strecke. Aber halt erst ein. Ich bin dafür, ja. Steve. Okay, gut. doch. Servus. Die ist schon. Ciao. Was ist denn hier los, ey? Doch, die ist eigentlich schon vorher. Hm? Aber sowas wie halt voll am Start, sowas kann halt auch passieren. Ein dummer Rand. Passiert halt immer. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Es kann auch passieren, dass man mal völlig unverschuldet rausfliegt. That's life. Ist halt so.
Gut, aber dann, ja, sobald sich bei euch nicht mehr dreht, würde ich neue. Dann müsste ich mich als Anfänger eher drüber aufregen, dass wir die Kollision anhaben. Das mache ich nicht, weil ich es cool finde. Also mir hat es auch richtig Spaß gemacht, also wirklich, gerade beim Überrunden, ja. Du musst echt aufpassen. Ich habe dich gebetet, halt als Stefan und Gandalf vorne waren und als sie dann auf Yodo aufgefahren sind, glaube ich, wo ich gesagt habe, geil, hältst jetzt auf, ungewollt, weißt du, versehentlich hältst du ein bisschen auf, dann tüchst du dich an, dann denkst du, hoffentlich hält er mich nicht auf, hoffentlich hält er mich nicht auf. ganz genau. Da muss man Glück haben, dass man dann vielleicht in der Kurve wischt, wo man direkt vorbeiziehen kann. Wenn du Pech hast, ja, hängst du halt hinter ihm eine halbe Runde. Ne? Ach so, wir. Also, pass auf, ich hab Diskussionen schon öfter gehabt. Also, die Leute, die überrundet werden, gucken ja nach hinten. Die hast du ja mitgekriegt. Das läuft eigentlich alles ganz prima. Und wenn nicht, dann schreit man. Wenn ich zwei Runden hinter dir hänge. Mal kurz platt. Da muss man gar keine große Taktik machen oder so. Das passt so. So, also irgendwie lädt es bei mir und es tut sich gar nicht. Ich gehe mal raus, starte das Spiel nochmal neu und lade dann nochmal ein. Ja, es teilt sich jetzt permanent. Ja, das ist Sache. Nochmal ganz liebe Grüße von allen. Den Code gebe ich dir gleich mal einen kleinen Moment. Die heißt Edle Auswahl, heißt sie. Und die Nummer ist. Ja, ich gebe dir den Code kurz. Das hat eine eigenkreierte Strecke, also da ist nichts mit Rivalenzeiten fahren oder so. Das ist die 856. 953 6. Jo, bis dann schon. Omega, ja. Bis dann. Da gibt's gar keine Frage, was ich nehme. Bevor du einfach unter den Stuhl pinkelst. Dann nehme ich den neuen Elfer. Oh, wie geil ist das? See ja, it's been nice that you were there. Very nice. Good driving. Also neuer Elfer gegen F8, ja. Okay, see you next time, I hope so. Very good, very nice. Okay, be good, have a nice weekend. Bye. So. Elfer gegen F8, ja. Wie bitte? Und Elfer gegen F. Ja, da sind mehrere Autos dabei, also. Ja, da ist der Ascari dabei, der ATS, der Zenvo. Ja, ich kann Italien den Ferrari sein. Und 911 auswählen, aber es liegt vielleicht daran, dass ich die nicht habe. Kann sein, du bist noch nicht so lange dabei. Einige von denen sind älter. Die es im Forzaton zu gewinnen gab. Wir gucken mal. Du gibst dir die Autoauswahl ja hier rein, ne? Ins Forum. Ja, ja. Wollte ich heute zwar eigentlich machen, aber ich war zu faul. Alles gut. Wie bitte? Genau. Genau, das war das Rennen. Das beginnt meistens, also... Ach, der Spike ist der neue, ne? Alles ein, ab halb... Ja, danke, dass du ins Wort gefallen bist. Ich habe dich immer noch lieb. Ab halb ist die Lobby offen. Und dann fahren wir normal so 1-2 Proberennen. Jeweils über 7 Runden. Und dann das große Rennen. Very schön. Entschuldige, DJ, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ach, macht nichts. Ich werde dich so lange rüffeln, bis es dir auf die Eier geht. Aber ich will das auch nicht eben. Ist völlig okay. Ich bin da keineswegs böse, deswegen. Ich hatte das mal zu meiner Zeit, wo ich noch Liga gespielt habe bei Call of Duty und Halo. Da hatten wir das größte Problem, war wirklich Funkdisziplin. Also wir hatten ja wirklich diese Punkte, die wir angesagt haben. Ich bin oben auf dem Hügel, ich gehe zur Snipe-Pose, ich bewache den langen Gang, bla bla bla. Und da hast du immer jemanden dazwischen gehabt, der dann gesagt hat, Scheiße, der hat mich umgebracht und plärrt da 5 Minuten vor sich hin und du hast keinen Funk mehr in der Zeit.
Also habe ich wirklich Übungstage gemacht, wo ich wirklich freitagsabends so beziehungsweise also nichts anderes als Funk geübt. Was man sagt, war Mission Outside. Das ging. Das ging. Und da ist es also irgendwie drin. Mhm. Ja, genau das gleiche, genau das gleiche. Lass da immer einen dabei. Der da permanent heult, der hat geleckt, wieso erschießt er? Halt doch die Schnauze zusammen, lieber wo er ist. Und, ja, das sagt, da liegt das noch ein bisschen drin. Wenn die Autoauswahl geht, dann kann ich euch ja mal kurz sagen, was es da so gibt und was erlaubt ist. Also da, ich glaube, es sind 7. Ich hab hier so einen Schmierzettel vor mir, ich halte mal ganz kurz in die Kamera. Also bei mir sieht die Planung von Rennen wirklich so aus. Da gibt es hier Schmierzettel mit vorne und hinten, mit runden Zeiten und mit Tunings. Du alle dein Twitch-Zeug verfolgen oder was, ja? Das nützt nichts, wenn du jetzt davor sitzt du bist, in die Kamera reinhältst und es schaut dir keiner zu. Unser letztes Rennen haben wie viele Leute gesehen, lass uns jetzt kicken. Also unser Let's Play, wo wir das zusammen die Wochenaufgaben gemacht haben, haben 140 Leute gesehen. Und das letzte Rennen, ja, den Klugscheißer mal einbremsen hier. Und das letzte Rennen haben 60 gesehen. Du sagst halt, als würdest du davon ausgehen, wie du das sagst, eben. So, ja. Könnte sogar sein, also drei. Vorhin hatten wir 5 Zuschauer, jetzt sind es noch 3. Ich habe ja auch vorhin zugeguckt. So, okay, dann schauen wir. Moment. Also, als Beispiel der brandneue 911er, der GT3 von 21. Der Ferrari F8 Tributo. Da sind die beiden ganz neuen. Dann hätten wir den Ascari KZ1R. Dann noch den ATS. Noble M600, sollten auch einige kennen. Den 2010er Lamborghini Murcielago. Ich muss abkaufen. Dann noch als Alternative McLaren 27S, also McLaren von 2018. Okay, und der Zenvo ST1. Ich glaube ja. Aber den Porsche gewinnst du ja jetzt diese Woche. Den kriegst du ja jetzt. Das ist der blaue, ganz neue. Das ist, hast du doch. Macht nichts. Hast du ja bis Samstag Zeit. Hast ja noch Zeit, den zu tun. So. Nochmal, das war das 720S Spider, der McLaren, ne? Nicht Spider, der andere. Der Coupé. Ah, okay. Stimmt, sind beide. Hier bloß aus. 27S. 897. Okay. Bitte? So. Toragon 137, nur ohne Freizeichen. Genau wie mein Gamertag. Alter. Macht nix. Achso, du bist euch mit meinem Namen. Ob ich meinen Namen ändere in 1, 2, 3, 4, 5, hallo. Schreiben wir jetzt alle richtig dann. So, okay. Geh doch kurz raus. Hey, grüß dich. Ich bin dicker, als ich klinge, ja. So. Ja, ja, schön, dass du da bist. So, Stefan, okay, seid ihr alle da? Ist gerade noch nicht ganz, noch nicht ganz. Warte kurz. Okay. Ich mach alles gut. Sandalf, bist du da? Ich muss noch mein Auto eben abholen. Alles gut, ich guck noch, wer schon da ist. Ich hab mir gerade den Lambo gekauft. Bin da. Okay, Gandalf ist nicht da. Ah, ist doch da, okay. Randy ist da. Spike? Wir haben gerade gequatscht. Ich habe mein Tuning von dem GT3 freigegeben. Der ist ziemlich solide. Ich habe eine halbe Stunde an dem gebastelt, der fährt sich cremig.
Auf jeden Fall besser als ungetürt. Stefan ist, glaube ich, auch da. Ne? Ja. Wundervoll. Ja, da bin ich auch im Überlegen, den Dings zu fahren, den McLaren, der ist halt echt mega cool. Also von mir aus kannst du starten, ich habe aber meinen noch nicht getuned, den Lambo. Lad ja alles runter oder tunen kurz. Also die 2 Minuten haben wir auch noch, so ist es nicht. Okay. Fick schnell nach Hause und mach das schnell. Also S1 höchstens. S1, oder? Genau, S1. Fuhrpark. Ja, und das ist die neueste Farbkreation aus meinen Fieberträumen hier. Nachts langweilig ist und nichts einfällt, kommt das dabei raus. Das Auto ist ja schon bei 800. 900.000 Credits habe ich für den gezahlt. Ja, da wird mit Sicherheit wieder irgendeine Frau eingefallen. Möchten Sie in das Auto einsteigen? Nein. Motorrad, du hast ja schon den Tuning vom Lambo freigegeben. Kann sein. Ich habe den vor langem mal gebaut gehabt. Und das sollte eigentlich schon vor einiger Zeit mal für ein Rennen. Ja, halt. Okay, Asgard, ja, fertig, ready. Wundervoll, wundervoll. Moment. Gut. Kommt doch ein bisschen dauer mit dem Meter. Man kann gerade mal einen Punkt einbauen. Ja, wenn du eine Heckschürze draufsetzt, eine andere, dann kannst du ein paar Punkte mehr einbauen. Ja, das ist jetzt auf die Schnelle, ist das ein wenig zu viel auf ihn. Ja, da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Da brauchen wir definitiv ein bisschen Zeit für. Also, ich fahre jetzt den GT3, aber ich glaube im Rennen nehme ich den Ferrari, der F8 oder sowas. Der gefällt mir richtig gut. Okay. Der Lambo ist auch ein Gewinnauto gewesen, glaube ich. Den kannst du nicht kaufen. Keinen von denen kannst du so normal kaufen im Abkauf. Das ist alles nur im Auktionshaus. Haben für 100.000 im AHA gekauft. Hm. Also, günstig. Normalerweise sind die bei Mille die Fahrzeuge. Ja, kommt immer drauf an, ob das jetzt was war, was du nur einmal in einer Woche gewinnen konntest, oder ob das ist, was du aus dem Wheelspin. Könnte sein. Das ist ja nur, dass es. Ab da ist das Rennen dann in deiner. Ab da ist das Rennen dann in deinem. Wo ist es unter? Im Verlauf. Geschichte. Verlauf, danke. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Hier ebenso. Ich glaube fast, dass es hier bei mir lag, weil mein Twitch-Stream hat auch gerade gespackt. Schatz, blinkt draußen das Internet? Blinkt nicht, okay, mein Internet ist in Ordnung. Nein, mach das, versuch es einfach nochmal. Mike, welchen Wagen hast du? Ja, dann lad dir einfach das Tuning von mir drauf, dann hast du getunten. Also zum Proberennen fahren reicht das auf jeden Fall erst einmal. Haben wir. Die Fanta-Lackierung ist einfach nice, ey. Was ich auch mal cool finde, sind die Mountain Dew-Lackierungen, die gefallen mir richtig gut. Also der GT3 ist in Serie schon nicht schlecht. Aber es ist halt Porsche-typisch, dass man sich ab und zu ein bisschen weggeht, wenn du einlenkst und Gas gibst. Das ist hier im 911er. Oh, ich bin da. Nö. Das schönste Buch von allen in den letzten Jahren.
Also, Asgardian, bist du bereit? Ja. Gandalf? Ja. Randy? Spike? Jawohl. Stefan? Sauber. Sauberkorn ist auch da. Passt. Den oder fangen wir den? Ah, ich weiß nicht, ich bin entscheiden, ich bin entscheiden, ich bin entscheiden. Ne, einmal den Porsche, einmal. Ich glaube, das wird meine zweite Standardlackierung. Das ist so abgedreht. Okay, klappt nicht. Wieder rausgeflogen. Es will leider nicht. Ist uns gerade nicht vergönnt. Da mag uns so ein bisschen neu. Ja. Der wiegt ja auch achtmal so viel. So, okay, gut, dann starte ich wieder mal ganz schnell neu. Dieser Käse. Das ist nicht Darth Vader, das ist eine... Das bin ich mit meiner Dampfe. Was? Shisha, genau. Dampfe. Nein, keine Shisha, also E-Zigarette. Keine Shisha? Ah, E-Zigarette, okay. Ja, der Asgardian, der wartet aufs Fremdmuten. Das ist dann, wenn wir ihn stumm stellen. Willkommen zurück, Boss. Ja, so beim... Ja, ja, mach ja, wenn mich das stört mit der Lautstärke, dann höre ich damit auf, dann brauche ich nur. Nee, nee, das ist okay. Das mit dem Husten, das kriege ich auch noch auf die Kette. Ich bin schon überlegen, ob ich mir nicht doch ein anderes Headset hole. Eins, wo ich am. Ach, hilf mir. Ein Controller stummschalten kannst. Ja, genau. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist so der Grund, weshalb ich das Headset auch immer noch benutze. Ich habe ein ganz einfaches Headset, wirklich das billige. Weil Surround Sound brauche ich nicht. Im Sommer schwitzt du in dem Scheiß irgendwie verrückt. Und dann kannst du halt jederzeit einfach laut, leise und stumm. Das ist einfach brillant. Und wenn du es mal runterschmeißt, kostet nicht die Welt. Surround Sound brauchst du nicht beim Autorennen. Wobei tatsächlich, du hörst aus welcher Richtung, von wo der andere Gegner ankommt, das hört man tatsächlich, ne? Schon ziemlich ja, ich habe das aber auch wegen anderer Sachen. Ich spiele und ich spiele ja auch Apex und so. Mhm. Das ist auch der Call of Duty mittlerweile und da habe ich dann auch mein anderes Headset. Da habe ich dieses Headset hier, ein uraltes Turtle Beach X41. Seit Ewigkeit. Ich habe mir von Logitech das G930, gut, den Nachfolger vom G52, das glaube ich. Beim G250 war das auch noch schön, da konnte es dann noch auf den Schalter drücken, direkt am Kabel zum Newton. Aber jetzt mit dem ständig hochklappen mit dem Mikbügel, das ist total verbeschert. Ja, das kannst du während dem Spiel so gar nicht machen. Verbindung mit euch. Ich komme bei euch nicht in die Gruppe, ich kriege keine Verbindung. Warte mal, wir machen mal mit einer Reise. Jetzt bin ich drin.
natürlich schön. Kann ich gucken, ist der Lambo ein Rad? Ich kann dich gerne nochmal einladen. Spike. Ich kann dich auch nicht einladen, also irgendwas ist bei dir gerade nicht in Ordnung. Ah, jetzt geht's. Was ist bei dir irgendwie aufgehängt hat. Ich probier jetzt den hier mal aus, den Ital-Design. Keine Ahnung, ob der was taugt. Aber ich habe markiert, also muss er gut sein. Warum willst du mir jetzt zeigen, mein Schatz? Aus, ich sitze so nicht richtig. Ich finde das auch cool. Nach dem Rennen komme ich dann mit. Das ist meine Aral-Anhänger. Die Tanksäulen. Noch einer. Ja, hier steht schon der edle Auswahl rum. Das sind schon geile Autos. Cool, das sieht hier genauso wie du aus. Hast du ein Lambo? DJ? Nein. Nein, das ist der Ital-Design, heißt das Ding. Es sieht aber auch geil. Aus. Ja, ich hoffe, dass auch was taugt. Ich habe noch nie einen Rennen benutzt. Boah, da fährt einer McLaren. Stefan fährt McLaren. Was ist der Klare? Nicht, das sieht aus wie der McLaren. Hast du mal schnell ja, probiert, Randy? Du bist gestern das auf einer Karte gelandet, genau in dem hinten Bereich, wo Karte startet. Und dann wirst du hier rausgeworfen, weil ich versucht habe, automatisch das Karte anzumelden. Das ist auch so ein Schwachsinn, ne? Ja, natürlich ist es totaler Schwachsinn, man muss bestätigen, dass man bei Arcade teilnehmen muss. Du kommst ins Spiel rein, bist direkt im Arcade-Ding, willst du es eigentlich gar nicht machen, wirst das nötig quasi. In die Seite reingerammt. Echt? Du kennst mich jetzt auch nicht. Okay, Randy ist jetzt. Da dreht sich jetzt nicht mehr. Wer hat jetzt noch gefehlt? Spike ist da. Ist jetzt sind alle da, glaube ich, oder? Ja. Okay, versuchen das mal. Ich zähle nochmal durch. Asgardi. Ja. Randy. Randy? Spike? Wer hat denn von euch hier einen Käfer ausgewählt? Stefan? Torgon ist auch da. So, okay, versuch es nochmal. Letzter Versuch. Ich muss dir da leider gleich um, du kennst dich da besser aus in meiner Garage mit allem als ich, das ist halt einfach so. Er kann die Kolonne verlassen. Okay, sorry, aber wir müssen jetzt wirklich mal starten, weil ich muss dann auch wirklich mal mit den... ...unterbrochen, also... Ich glaube auch nicht. Scheint aber an Vorsatz zu legen und nicht an uns. Ja, ja. Denke ich auch. Ja, scheint bei mir auch. Vorsicht zu legen, nicht okay. An uns. Okay. Ja, dann. Sorry, aber den Code. Punkt hast du mitgekriegt eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, nee, den habe ich nicht gespeichert. Ich bin noch gar nicht drin gewesen. Aber also du teilst mir einfach mal. Ja, könnte man mal im Verlauf gucken, ob das der Code jetzt drin ist, ob da das Rennen drin ist und wenn nicht. Wie gesagt, ich mache heute Abend oder spätestens morgen früh einen Post fertig. Mein Verlauf. Er ist drin. Na gut. Dann sage ich jetzt erstmal. Dann wünsche ich euch einen schönen. Schöne Nächsten, ne? Was? Jo.
Ah, okay. Ja, gut, das ist eine gute Idee. Freunde und gefolgte Hersteller. Edle Auswahltest 7 Lab. Ja, da finde ich es. Da sehe ich es schon. Perfekt. Ja. Ja. Das ist nur Regensaison, weil da sieht die Landschaft anders aus. Es ist aber trocken. Da steht Regen, aber da kommt kein Regen. Das unten zeigt nur die Saison, nicht das aktuelle Wetter. Da kann auch Sommer stehen, du kannst auch Sommer und Regen einstellen. Das ist nur Regensaison, weil dann ist das alles viel grüner. Bei Sommer und Hitze machst du das alles so trocken und da fährst du mal richtig im Grün. Trockene Straßen also. Gut, dann hören wir uns heute Abend. Ne, heute Abend wahrscheinlich nicht mehr. Wenn, dann morgen, denke ich mal. Ja, mal schauen. Dann euch allen schöne Pfingsten. Auch danke so. Fürs Zuschauen. Danke fürs Mitfahren. Das Rennen war mega geil. Das war mega ja, geil. Okay. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Massiv Spaß gemacht. Ja. Und gut. Gern, gern. Ich würde mich darüber freuen, wenn du ins Forum kurz was reinschreibst. Das ja, ist immer eine schöne Bestätigung. Okay. Okay. Dann bis die Tage. Haut rein. Ciao. Ciao.